Moin, moin. Wo und ich das nur hingetan? Keine Ahnung, wo du es hingetan hast. Und, manche Schichten gehen einfach nie zu. Herzlich willkommen zurück zu Enderal. Ja, wir sollen hier auf die Jahn warten. Das Kontor betreten. Ich mache mir Sorgen jetzt, dass die Jahn jetzt aus dem Weg geräumt worden. Ein letztes Mal. Niemand verlässt dieses Gebäude, bis Groschenfürst uns das Geld zurückgegeben hat. Ihr macht einen großen Fehler, Weib. Ich hoffe, das ist euch klar. Achtet auf euren Ton, Bürschchen. Ich bin es leid, mir eure und Groschenfürsts Respektlosigkeiten anzuhören. Da seid ihr ja. Verzeiht, dass wir vorgegangen sind. Ihr? Ja, sie. Was für eine Überraschung, nicht wahr? Ihr solltet euch schämen. Ach ja, wofür denn? Wollt ihr mir das verraten? Dafür, dass sie das Fünkchen Anstand hat, das euch allen zu fehlen scheint? Wohin soll das hier führen? Haltet ihr die Arbeiter gefangen? Jeder hier sollte sich mal ein wenig beruhigen. Meile Groschenfürst ist schuld an all dem, nicht diese Arbeiter. Eigentlich das hier, aber erstmal alle beruhigen. Ich bin ruhig. Ja, wie? Ich bin es leid, zuzusehen, wie dieser Bastard Groschenfürst uns mit Füßen tritt. Und bis er sich auf Knien bei uns entschuldigt, uns das Gold zurückgibt und den Skarabäus gleich dazu, verlässt niemand ohne meine ausdrückliche Erlaubnis dieses Kontor. Zumindest nicht lebend. Die Scham, das ist eine dumme Idee. Die Garde wird das Kontor einfach stürmen, wenn es hart auf hart kommt. Haltet ihr das für realistisch? Ich würde sagen, Garde wird das Kontor einfach stürmen. Wenn ihnen Menschenleben so wenig bedeuten wie Groschenfürst, dann ja, vielleicht werden sie das tun. Aber so haben wir zumindest etwas in der Hand. Das reicht mir jetzt. Einen Schritt weiter und ihr könnt eure Gedärme vom Boden aufsammeln. Steckt das weg. Sofort. Habt ihr was an den Ohren? Steckt das weg. Bitte, Messer, zwingt mich nicht dazu, das zu... Marzeto! Jetzt haben wir ein Problem. Doria, nein! Isolda! Mir! Oh, verdammt! Verdammt, verdammt, verdammt! Das trifft es ganz gut. Dieser Kerl war schuld, verdammt nochmal! Er hat es herausgefordert. Er wollte mich verdammt nochmal töten! Wir müssen hier weg. Sofort! Wohin? Weg aus der Stadt, irgendwohin. Zumindest ich. Außer den Leuten hier weiß ja niemand, dass ihr mir geholfen habt. Gut. Gut, gut, gut. Wie machen wir das? Wir brauchen einen versteckten Ausgang, damit uns niemand aus dem Gebäude kommen sieht. Durchsucht die Gegend. Einen Weg aus dem Kontor finden? Was ist das, eine Falltür? Ja. Das sieht gut aus. Dann los. Die kenne ich noch von damals. Mist. Dijam? Wir haben hier Freunde. Hallo, ich will den Genesungstrank haben. Okay. Wir waren hier schon mal. Also das ist jetzt die Kandidatur.
Wir sind jetzt unten, also in den Katakomben der Stadt. Automatisch speichern. Jetzt nur die Frage, wo... Da haben wir wieder so eine Ehrlichbutter, oder wie heißen die hier? Anders. Okay, erstmal den Ausgang finden. Wirklich, und hier müsste dann auch irgendwo ein Teil. Die Dings hingetan werden. Sauber die Jam. Genesungstrank. Gleisner Funke Rang 2. Jo. Aber wo müssen die Dings reingetan werden? Wir haben diese Fragmente, die ja hier irgendwo hin müssen. Einmal kurz vielleicht was essen. Nochmal ein Krustenbrot. So. Wo geht's hier nochmal raus? Hier jedenfalls nicht. So, auch weg mit euch. Anscheinend. Ach, warte mal. Das Marker zeigt da hinten. So, die beiden auch noch. Die in den Boden reingeglückt sind. Out. Ja. Okay, hier sind jetzt ein bisschen mehr. Autsch. Autsch. So, aber diese Fragmente, die ich jetzt habe, wo müssen die eigentlich hin? Hier auch noch Platz. Hier. Merkwürdiger Sockel. Okay, noch ein paar und dann, wie viele haben wir? 5 von 9, ne? 4 fehlen noch. Okay, jetzt müssen wir einen Weg nach da hinten finden. Wo der Questmarker ihn zeigt.
Ah, hier in die Haupthalle. Kasernenviertel. Einen Weg aus der Stadt finden? Dann sucht weiter. Sie kann noch nicht aus der Stadt entkommen sein. Verstanden, Kommandantin. Was sollen wir tun, wenn wir sie finden? Herausfinden, wo sie Groschenfürst hingebracht hat. Und dann schmeißt sie ins Gefängnis. Wir verhören sie später. Verstanden. Verdammt. Hier kommen wir nicht durch. Vielleicht solltet ihr euch... was war das mit Mike Groschenfürst? Die Kommandantin meinte, ihr wüsstet, wo er ist? Das habe ich auch gehört. Und ich habe nicht den blassesten Schimmer, wovon sie spricht. Ein Schleichweg vielleicht? Dazu müssten wir erst einmal hier rauskommen. Und das schaffen wir nicht. Selbst mit deiner Hilfe. Es hat keinen Sinn. So kommen wir nicht weiter. Ich muss mich stellen. Sie werden mich ins Gefängnis werfen. Das hast du ja eben gehört. Du solltest zurück in die Gruft gehen und warten, bis sie abgezogen sind. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, mich irgendwie rauszuholen, bevor die Sichel dafür sorgt, dass ich hänge. Hängen. Man könnte fast vergessen, dass wir hier nur Geschäfte machen wollten. Und wie soll ich das anstellen? Ich weiß es nicht, verdammt. Lass dir einfach irgendetwas einfallen. Entschuldige, das ist einfach etwas viel. Ich weiß sehr zu schätzen, was du für mich getan hast. Wirklich. Jetzt los. Geh zurück in die Gruft, bevor sie etwas merken. Okay. Ich soll mit den Untoten jetzt chillen, oder wie? Bin jetzt ein bisschen überrascht. Von wem ist denn das eigentlich die Statue hier? Also es ist klar Mara aus Elder Scrolls, aber... Oh, ein Seelenstein. Oder diese Engel hier. Von wem sind das die Statuen? Wen die darstellen sollen, meine ich. Okay, wie komme ich jetzt dahin? Ja. Und da statt Leichengrube. Wieso sind wir nicht den Weg gegangen? Einen Weg ins Gefängnis finden. Hier in der Leichengrube sind auch Untote, okay. Okay, da hängt jemand. Ich glaube, ich muss hier lang. Gott, nee.
Aber fällt das nicht auf oder so, mit, dass ich da irgendwie mit involviert war und dann irgendwie nicht mit ihr... Ich höre hier verloren. Ich höre hier verloren. Aber Questmarker zeigt nach da hinten. Also wo muss ich jetzt hin? Ist das Gefängnis hier unten oder wie? Man sagt, die Ranata hört gerade selten an. Jeder wird auf meinen Flug anstatt sollte da meinen Fall. Altes Wasserwerk. Vielleicht einmal kurz speichern, wenn... Okay, hier sind keine Banditen mehr. Viertel. Werde ich jetzt irgendwie verdächtigt oder so? Wollen die mich jetzt eigentlich auch festnehmen, die Wachen, die Garde? Ich habe Fragen auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gerade nicht, was los ist. Was? Nichts, nichts. Ich laufe hier nur rum. Moment. Wir hatten uns hier versteckt. Da ist doch die Gruft schon. Was hab ich jetzt für... Ich hinterfrag's mal nicht. Madame? Monsieur? Guten Abend. Gibt es irgendwelche Neuigkeiten? Neuigkeiten? Was soll die Frage? Seht zu, dass ihr bei der Verteidigung der Stadt helft. Oder meldet euch zur Garde. Irgendwas. Wir brauchen jeden Mann und jede Frau, die ein Schwert halten kann. Ich bin die Prophetin, hallo? Arkgefängnis. Hier ist das Gefängnis. Waren wir schon mal hier? Ich bin mir da nicht sicher. Kommt mir irgendwie vertraut vor, aber auch wieder nicht. Schön, dass sie hier zerstörte Bücher haben. Was wollt ihr? Ich muss mit der Gefangenen sprechen. Der Großmeister schickt mich. Tut er das? Moment mal. Ihr seid doch dieses Weib, das bei der Sicherung des Hafentores mitgeholfen hat, oder? Ja. Ja, bin ich. Tatsache. Meinen Respekt dafür, wirklich. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber wenn der Großmeister euch vertraut, soll man mich einen Narren nennen, wenn ich es nicht auch tue. Geht hinein und tut das, was ihr zu tun habt. Okay.
Benötigt einen Schlüssel? Ah, ich habe einen Schlüssel. Na sowas. Das ist doch mal ein erfreulicher Anblick. Was hat man euch angetan? Du blutest. Was zum Henker haben die Gesetzten dir angetan? Nichts, was ich nicht erwartet hätte. Sie sind felsenfest davon überzeugt, dass ich hinter der Entführung von Groschenfürst stecke. Ich verstehe das nicht. Könnte vielleicht jemand anderes dahinter stecken? Eine dritte Partei? Jemand anderes? Nein, das kann nicht sein. Ich kenne diesen Kerl, glaubt mir. Und ihr habt selbst gehört, wie ihr uns Kilianer behandelt. Es passt einfach zu gut ins Bild. Egal, wir müssen hier raus. Vorschläge? Der erste Schritt wäre, das Ding hier aufzukriegen. Ich... warte mal. Was zum... Was ist das? Den Inhalt des Beutels untersuchen? Mysteriöser Brief? Schlüssel für Dijam Onelis Fessel? Mysteriöser Brief? Wo ist denn das? Wer hat den Löwen gestohlen? Findet es heraus im Perpetuum Theater auf der Malfassallee. Kommt allein und bezeugt eine Darbietung, die ihr nie vergessen werdet. Brecht das Schweigen und der Vorhang bleibt geschlossen. PS, eure Gewandung wird es erzürnen, aber euer Leben nicht. Folgt dem Kanalweg von Hauptsaal des Gefängnisses für weniger Wachen. Ihr werdet einen Hebel in den Gefängnishallen finden, der euch den Weg öffnet. Was? Und? Da ist ein Schlüssel und ein Brief. Aha. Probier mal, ob der Schlüssel passt. Aufsperren. Sie hat immer noch ihre Waffe. Die haben die Waffe nicht weggenommen. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Was steht in dem Brief? Eine Einleitung, wie wir hier rauskommen und eine Einladung in das Perpetuum Theater. Ich glaube, wir haben unseren dritten Mann. Zeig. Unglaublich. Oh, beim Namen der Sonne. Soll das heißen, wir sind die ganze Zeit an der Nase herumgeführt worden? Dass das im Kontor umsonst passiert ist? Das Ganze war eine Schnapsidee. Wir hätten es nicht so weit kommen lassen dürfen. Würde ich sagen. Naja, das Einzige, was wir für den Moment tun können, ist hier rauszukommen und zu sehen, was in diesem Theater vor sich geht. Wenn dort wirklich der Skarabäus ist, ist das unsere Chance. Das schreit förmlich nach einer Falle. Ich hoffe, das ist dir klar. Ach was, deswegen sind wir ja zu zweit. Du hältst mir den Rücken frei, wenn etwas passiert. Und wer hält mir den Rücken frei? Du? Na gut, dann müssen wir erstmal hier raus. Wir sollten diesen Kanalisationsweg probieren, von dem in dem Brief die Rede ist. Ja, geh du vor und bleib leise. Einmal kurz speichern. Wo ist die Wache hin? Darf ich mit ihr einfach so rumspazieren? So, und jetzt sind wir hier. Aber wo soll jetzt der Kanalisationseingang sein? Hier? Hebel, genau, da ist, die Rede war von einem Hebel. Hängemoos.
Bin ich blind? Skorpion und Löwe. Warte mal, wir fangen ab dem Banner hier an. Einmal zu gucken. Und gehen hier nach links. Warte mal, mysteriöser Brief. Eure Gewandung geht es zu hin, aber euer Leben nicht. Folgt dem Kanalweg vom Hauptsaal des Gefängnisses. Ihr werdet einen Hebel in Gefängnishallen finden, der euch den Weg öffnet. Werde ich das? Ah, warte, warte. Hier ist eine geheime Tür. Dijan, wäre schön, wenn du auch mitsuchen würdest. Hier ist auf jeden Fall ein Geheimgang. Aber ich bin zu doof, den Dings zu finden. Wo soll der Hebel jetzt sein? Hinterm Banner? Nee. Eure Gewandung wird es erzünden, aber euer Leben nicht. Eure Gewandung. Dass die Gefangenen hier aber auch nichts sagen. Vielleicht irgendwo auf dem Boden? Ein Knopf oder so? Versteckter? An sich, ich feiere das gerade, dass es, dass man auch suchen muss, wirklich, und dass es nicht direkt vor die Nase gehalten wird, so was man suchen muss. Andererseits, ich fühle mich gerade auch ein bisschen bloßgestellt, wie doof ich bin. Oder wie blind. So, ich nehme mal das Hängemoos weg. Vielleicht ist dahinter was versteckt. Ich fühle mich echt doof. Wo ist der Hebel? Ich suche noch 5 Minuten, würde ich sagen, und dann muss ich da googeln, weil ich will jetzt nicht die ganze Folge nur am Suchen sein.
fühle mich wirklich ein bisschen bloßgestellt, so wie doof ich bin. Oder wie blind. Vielleicht haben es einige von euch schon gesehen. Und raufen sich gerade die Haare oder so. Dings, wie blind kann man sein? So. Hier ist auf jeden Fall der Durchgang. Also der Geheimgang. Den wir öffnen. Ist jetzt nur die... Moment. Die Jan Onelis-Taten waren nicht im geringsten im Geiste des Zuckerinselbundes. Und wir bedauern das Geschehene zutiefst. Als Zeichen unserer Aufrichtigkeit sind wir bereit, 10.000 endraleische Groschen auf den Kaufpreis draufzugeben. Was aber nur in Kraft tritt, wenn der grüne Skarabäus an uns übergeben wird. Außerdem... Die Cham Onelis wird in endraleischen Gewahrsam gegeben, damit ihr sie nach endraleischem Gesetz bestrafen könnt. Ihr lasst sie also zurück? Es ist nur angemessen in Anbetracht ihrer Taten. Denkt darüber nach. Das ist nicht meine Entscheidung. Ihr werdet von uns hören, Messer. Beim Namen der Sonne. Das glaube ich einfach nicht. Wer war das? Kanntet ihr den Mann? Zu gut. Meister Olan. Er ist ein hohes Tier auf Kile. Dann hat der Zuckerinselbund euren Brief bekommen und diesen Mann zum, was? Zum Verhandeln geschickt? Richtig. Und sie wollen mich hier lassen als Entschädigung. Bastard. Gehen wir weiter. Sie werden bald merken, dass ich fort bin. Okay, Dijam, jetzt bist du im Weg. Das sieht mir nach dem Eingang aus. Komm, geh du vor. Ja, ich geh doch schon vor. Ich warte nur auf dich. So, können wir das von hier aus zumachen, Dijam? Hebel gefunden, okay. Muss ich doch nicht googeln. Bin ich auch irgendwie tot. Warte mal, warte. Warte mal, warte. Nee, das ist ein komplett neuer Ort hier. Genesungstrank. Ich weiß, wir müssen da hin, aber... Was gibt's denn hier? Haus der Schauspieler? Wie komme ich hier? Requisitenkammer? Das kann einfach nicht wahr sein. Okay. Müssen wir hier lang? Da ist der Löwe. Eine Malfa-Statue.
Arc Perpetuum Theaterbühne. Saras Judule, das ist der grüne Skarabäus. Und Mael Groschenfürst, das heißt, wer auch immer diesen Blick beschrieben hat, steckt tatsächlich hinter der Entführung. Ja, da hängt der Mael. Ja. Mesdames und Messieurs, ich begrüße Sie zum letzten Akt dieses hervorragenden Stückes. Lange habt ihr mitgefiebert, lange habt ihr euch Fragen gestellt. Welche Ziele verfolgt die betörende Kilianerin? Zu welchen Taten wird Groschenfürst der Tod seines Ziehsohnes Rodas treiben? Und welche Rolle wird die mysteriöse, aufstrebende Protektorin in all dem spielen? Förderbeutel, ihr steckt in dem Ganzen? Stellt euch vor! Und ich schätze, es gibt eine absolut verständliche Erklärung für diesen Auftritt hier. Was habt ihr mit Groschenfürst getan? Ja, ernsthaft jetzt, was hat er mit dem jetzt gemacht? Und mit, Dijon? Ein Elixier aus Asketenschreck. Er schläft nur, keine Bange, also noch. Und ich schätze, es gibt eine absolut verständliche Erklärung für diesen Auftritt hier. Die gibt es. Seht euch an, wo wir stehen. Ein Kontor voller Toter. Ein entführter Gildenmeister und zwei Handelsmächte an der Schwelle zum endgültigen Zerwürfnis. Und das alles nur wegen eines Verdachts. Ich hatte gehofft, dass es anders läuft. Wirklich. Aber ich schätze, ich war mal wieder zu naiv. Ich verstehe nicht. Ihr habt all das provoziert? Ihr habt die Staaten angeheuert? Die Karawane ermorden lassen? Provoziert? Alles, was ich getan habe, war ein Stück Fleisch in den Ring zu werfen. Das Zerfetzen haben die Beteiligten selbst übernommen. Und wisst ihr warum? Weil sie vor allem von drei Dingen getrieben sind. Selbstsucht, Gier und Hass. Denn das ist es, was einen jeden dieser sogenannten Händler ausmacht. Ihr seid doch selber Teil der Sichel. Was zum Henker soll das alles? Was das soll? Tja, das ist die große Frage. Und ich schätze, die Antwort ist simpel. Ich will sie brennen sehen. Ich will sie brennen sehen mit ihrer wegelosen Ruchlosigkeit, ihrer Scheinheiligkeit und ihrer elenden, immerwährenden Gier. Ich will, dass sie daran ersticken. Aber was hat euch die Sichel getan? Oder der Zuckerinselbund? Ich guck mal, ob ich vielleicht irgendwie Zeit schinden kann, damit Groschenfürst mal wach wird und dann sieht, dass Mendelus daran schuld ist. Mir nichts. Aber frag doch mal die zahllosen anderen, die sie auf dem Weg verschlungen haben. Frag Menschen wie Hafner und Hurias. Wisst ihr, Protektor, als ich bei der Sichel begonnen habe, habe ich diesen ganzen Unsinn tatsächlich noch geglaubt. Wegestreue, harte Arbeit und Aufrichtigkeit. Und ja, ich wollte es glauben. Aber je mehr ich gesehen habe, desto mehr begann ich zu verstehen. Bünde wie die Sichel oder der Zuckerinselbund sind es, die die Welt zu dem machen, was sie ist. Bünde, die von Menschen geführt werden, denen alles egal ist und die für den nächsten Groschen ihre eigene Mutter verkaufen würden. Mael Groschenfürst würde seine eigene Mutter für eine Handvoll Gold verkaufen, den Eindruck hatte ich nie. Und warum der Zuckerinselbund? Ihr lasst eine ganze Karawane massakrieren und werft der Sichel vor, unmoralisch zu handeln? Hört ihr euch überhaupt zu? Das mit der Karawane war ein Unglück. Niemand hätte sterben müssen, wenn sie den Skarabäus übergeben hätten. Aber nein, sie wollten es nicht anders. Der Preis der Starrsinnigkeit. Und dass Groschenfürst seine Mutter verkaufen würde, den Eindruck hatte ich wirklich nicht. Natürlich nicht. Weil er die wirklich hässlichen Teile seiner Vergangenheit gerne ausspart. Da tun wir alle irgendwie, weil die Teile aus der Vergangenheit, wo die hässlich sind, sagen wir mal so, da, wer redet denn gern darüber? Und warum der Zuckerinselbund?
der Zuckerinsel bunt? Weil er mindestens genauso schlimm ist wie die Sichel. Rücksichtslose Haie, die den Schlund nicht voll bekommen, egal wie viel Schmuck, Groschen oder Gold man ihnen in den Rachen stopft. Aber falls ihr nach dem Warum jetzt fragt, es war Zufall. Das Handelsabkommen zwischen Sichel und Bund war geschlossen und ich wusste, dass die Zeit gekommen war. Und wie soll all das hier nun ausgehen? Warum diese albernen Aufmache? Albern! Ich nenne sie symbolisch. Seht es euch an. Löwe und Skorpion versammelt um die Beute. Und hier steht ihr, die rücksichtslose Aufsteigerin, gefangen zwischen zwei Fronten. Rücksichtslose Aufsteigerin? Was zum Henker soll das denn heißen? Ach, tut doch nicht so scheinheilig! Ich habe es sofort gesehen, als ihr in das Kontor gekommen seid. Onelis, Groschenfürst, Meister Uolan und wie sie heißen, ihr seid vom selben Schlag. Euch ging es von Anfang an nur ums Geld. Und genau wie sie werdet ihr euren Rachen nie voll bekommen. Okay, in-game, irgendwie hat er da schon ein bisschen recht. Obwohl ich habe auch manchmal Entscheidungen getroffen, wo das Geld egal war. Das stimmt so auch wieder nicht. Das ist doch vollkommen abstrus. Ihr kennt mich nicht einmal. Richtig. Und das will ich auch gar nicht. Glaubt mir, ich habe viele eurer Sorte gesehen. Und es reicht ein Blick, um sie zu erkennen. Und lass mir raten, ich soll entscheiden, wer lebt und wer stirbt? Nein, ihr sterbt alle drei. Und zusammen werdet ihr ein Gemälde der Gerechtigkeit ergeben, wie es die Stadt noch nie gesehen hat. Mael Groschenfürst, getötet von Dijam Onelis und der Frau, der er fälschlicherweise vertraute. Getrieben von Gier und bezaubert von den Reizen der jungen Kilianerin, vergaß sie all ihre Schwüre und half ihr bei der Entführung des Gildenmeisters. Kurz vor seiner Hinrichtung gelang es Groschenfürst, sich dank einer versteckten Klinge zu befreien. Und es kam zum Handgemenge, in dem alle drei Beteiligten starben. Und was wird das Ergebnis sein? Die Menschen werden die wahre Natur dieser Bünde begreifen. Sie werden sie endgültig mit klaren Augen sehen, als das, was sie sind. Mendelo, das ist der rote Wahnsinn, der aus euch spricht. Merkt ihr das? Warte mal. Seine Augen leuchten rot. Immer mal wieder ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das auf YouTube auch so sehen werdet. Unsinn! Alex, Devra, erledigt sie. Die beiden schon wieder? Der rote Wahnsinn, tatsächlich. Okay, weiter nach oben komme ich hier nicht. Ich habe die Jam im Gefängnis gefunden und konnte sie dank eines mittleren Beutels von ihren Fesseln befreien. Mölde war aber nicht nur ein Schlüssel und auch... Warte mal. Die Jam will jetzt dorthin und herausfinden, was sie mit, damit auf sich hat. Sie hofft, dass wir den Luis Carabeos... Ja, den haben wir gefunden.
Was muss ich jetzt aber genau machen? Ich kann die jetzt schlecht bekämpfen, wenn die wieder immer wieder aufstehen. Sehe nicht. Da ist er. So stirbt er nicht. Ich steck fest. Machen? Ah! Da steht was mit dem psionischen Schild. Die haben psionische Schilde. So, jetzt Alex wieder. So, jetzt Devra. Alex. Ah, okay. Immer weiter draufhauen. Das Schild komplett deaktiviert ist. Alex ist tot, okay. Okay, jetzt kommt Mendelus mal wieder. Dazu. Devra greift gar nicht mehr an. Alter, Mendelus. Die erstarrt nach einem Gegenmittel für die Betäubung. Durchsuchen. Mendelus. Plus zum Kontor. Was stand da jetzt? Hier. Die Jam und Elis einen Trank geben. Was? Was zum Henker ist passiert? Mendelus Vollerbeutel hat hinter dem Ganzen gesteckt. Er hat die Karawane attackiert und den Konflikt provoziert. Vollerbeutel? Dieser verbitterte Kauz? Das ist interessant. Aber scheinbar hast du dich ja um alles gekümmert. Sonderlich betroffen wirkst du ja nicht. Doch. Doch, das bin ich. Ich bin einfach nur etwas durch den Wind, schätze ich. Wundert mich, dass es bei dir anders ist. Es werden bald Wachen da sein. Was sollen wir tun? Tja, das ist die Frage.
Wir müssen dafür sorgen, dass die Wahrheit ans Licht kommt, Olan den Skarabäus geben und dieses Missverständnis aufklären. Noch weiß niemand, was hier passiert ist und vor allem, dass das Skarabäus... Nee, ich würde das Missverständnis aufklären. Missverständnis? Wenn du mich fragst, hat jeder hier genau das bekommen, was er verdient hat. Dieser Rassist Groschenfürst, Vollerbeutel und Meister Olan. Es ist ja schon fast beeindruckend, wie schnell sie dabei waren, mich als Schlichtungsgeste an die Garde zu übergeben. Wenn einer den Skarabäus verdient hat, dann bin das ja wohl ich. Wir könnten halbe-halbe machen. Stell dir vor, wie viel Gold das bedeuten würde. Das ist trotzdem nicht richtig, Jam. Das ist einfach nur falsch. Wir müssen den Skarabäus zurückgeben, sonst machen wir das Verhältnis zwischen Sichel und Mund nur noch schlimmer. Na schön. Na schön, vielleicht hast du recht. Aber... Die Jan? Was soll das? Was? Das ist verrückt. Einfach nur verrückt. Aber schön. Ich schätze, ich bin euch Dank schuldig. Dass ihr den Skarabäus nicht einfach eingesteckt und Fersengeld gegeben habt, spricht wirklich für euch. Was die Kelianerin angeht, selber schuld, würde ich sagen. Sie hat ihr Schicksal selbst gewählt. Was ist mit Groschenfürst? Das wird sich zeigen. Wir müssen ihn auf jeden Fall zu einem Apothekarius bringen und das Gift aus seinem Körper entfernen. Aber sie sagten, es wird dauerhafte Schäden an seinem Geist hinterlassen. Beten wir, dass es anders kommt. Und wie hat der kilianische Gesandte auf den Skarabäus reagiert? Wo ist er? Vermutlich schon wieder auf dem Rücken seines schwarzen Miraden und auf dem Heimweg. Er hat aber das Gold dagelassen. In anderen Worten, ja, dieser Konflikt wird Narben zurücklassen. Aber ihr habt das Schlimmste verhindert. Habt Dank dafür. Hier, nehmt diesen Schlüssel. Ich werde veranlassen, dass ihr zum nächsten Morgengrauen eine angemessene Entlohnung in diesem Bankfach findet. Jetzt entschuldigt mich. Es gibt viel zu tun. Stachel der blauen Inseln? Alyx? Hat nun ein Gold. Devra ist jetzt leer. Mendelus? Die hat mich einfach hintergangen? Ey, ich bin in Enderal immer wieder aufs Neueste erstaunt, wirklich. Immer wieder aufs Neueste überrascht. So, wir müssen was essen. Wir haben uns einen Dattelkuchen verdient. Alter, ich bin immer wieder aufs Neueste fassungslos. Und feier auch, stehlen tue? Ich will hier nichts stehlen jetzt erstmal. Ah, hier ist wahrscheinlich die Kasse. Okay, wirklich, ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht, so. Okay, vor allem, weil ich irgendwie so naiv und gutgläubig bin. Boah, mir juckt die Nase, sorry. Aber so naiv und gutgläubig bin und denke oder hoffe, dass die ganzen Leute da, dass sie irgendwie bleiben, dass die irgendwie doch auf ihren moralischen Kompass da irgendwie hören. Krieg. Nach all den Jahrhunderten. Und dann hier... Was ist nur mit dieser Welt geschehen? Ein einfach irgendwie... Irgendwie doch dann eher so egoistisch sind, sagen wir mal so.
Also, beziehungsweise nicht nur egoistisch, manche sogar egozentrisch, so wie die Jam jetzt. Egoismus ist sogar noch gesund. Auch wenn es bei Tarael jetzt eher nicht gerade gut ausgegangen ist. Meine Meinung will ja keiner hören. Ich bin jetzt aber wirklich, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch sagen soll. Wir werden jetzt aber dann vielleicht in den nächsten Folgen bei der anderen Quest weitermachen. Wir haben jetzt das mit der Ralata beendet. Wir haben das mit Esme müssen wir noch beenden, die Questreihe. Das mit Mythen und Legenden müssen wir noch beenden. Wir haben da noch ein bisschen was vor uns. Aber was wir genau machen werden, erfahren wir in der nächsten Folge oder ab der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.